Wenn ihr dieses Video seht, dann haben wir die 1000 Abos geknackt! Wieder. Ja, die 1000 Abos sind geknackt. Das ist der Wahnsinn. Ich bin so begeistert, dass wir das geschafft haben. Für mich ist es noch nicht so weit, aber wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei 918 oder 919 und ich musste zwangsläufig schon vorher kaufen, weil ich Angst hatte, dass das sonst weg ist. Deswegen habe ich mich schon entschieden, es vorher zu holen. Das heißt aber, dass dieses Video jetzt aufgenommen wird und nur ein Teil davon aufgenommen wird, damit wir dann am Ende quasi kurz vor den 1000 Abos nochmal reinschauen können, was so passiert ist. Das heißt, wir machen wieder einen Time-Job und dann werden wir sehen, was da passiert ist. Ihr wisst gar nicht, was drin ist, ne? Ja, ja, ich auch nicht. Nein, ich weiß, was drin ist. Es kam vom guten Stanislav. Ich werde euch seine Seite auf Facebook in die Kommentare, in die Beschreibung schreiben. In die Beschreibung schreiben. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr da vielleicht auch noch eins dieser Tierchen hier bekommen könnt. Wir schauen jetzt aber erstmal rein. Es kam aus Tschechien. Das heißt, wir werden mal schauen, wie gut die Tiere das überstanden haben. Muss aufpassen, das Messer hier ist gemein scharf. Wobei ich hier nicht, weil ich mich schneiden könnte, sondern weil ich hier einfach zu tief schneiden könnte. Das wollen wir mal schauen. Puh. Kam mir hier direkt was entgegen. So, okay. Okay. So aufpassen, dass hier nicht irgendwo was zwischen ist, was ich nicht wegwerfen will. Mal gucken, ob er das auch gekennzeichnet hat, was da drin ist. Hat er bestimmt nicht. Hat er bestimmt nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr netter Kerl. Und hat auf jeden Fall immer geantwortet. Ich hatte erst Angst, er hat die Schnauze voll von mir, weil ich so unglaublich viele Fragen gestellt habe, dass möglicherweise die Chance besteht, dass er keinen Bock mehr hat zu antworten. Jedenfalls, was ist hier drin? Tja, ich würde sagen, da schauen wir selber erstmal rein. Erstmal gucken, was wir so finden. Ich finde die Box ganz gut, die werde ich auf jeden Fall behalten und nochmal verwenden, weil hier sind auch Löcher drin, die ist cool. Uff. Uff. Okay. Also, ich bringe es einfach auf den Punkt. Wir haben hier Eresus Valkeneri drin. Und wir haben hier ein paar kleine drin. Die sind schon ganz gut zu sehen. 5 Stück. 5 Babys. Aber wir haben hier auch Valkeneri Weibchen Godzilla. Das ist kaum zu sehen. Ich hole die auch gleich raus. Aber vorher muss ich der auch noch ein Zuhause machen. Und holla, die Waldfee, ist die riesig. Ich dachte, die sind ganz klein. Gut, seid gespannt. Ich leg los. Na gut, ich weiß nicht, wo die Gartenschere abgeblieben ist. Es muss jetzt ohne gehen. Ich habe auf jeden Fall das hier für die Große mir gedacht, dass das eine ganz gute Idee ist, das zu nehmen. Ich habe Sphagnummus da, ich habe ein bisschen Kokoshumus da. Wir werden nicht viel brauchen, weil das Tier sehr viel spinnen wird. Ich hoffe es jedenfalls. Ich werde versuchen, ich habe jetzt nochmal meine besten Stöcke rausgeholt, die ich habe. Ich denke mal, der hier wird sich ganz gut machen. Und vielleicht packen wir dann noch ein paar durcheinander so da rein, sodass sie sich dann da was zusammenklabüstern kann. Für die Kleinen wird es noch ein bisschen einfacher. Aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. So, auf jeden Fall brauchen wir nicht viel Erde für das Tier, weil das Tier sehr viel nicht im Boden rumhängt. Also wir brauchen da wirklich nicht viel. Ich mache trotzdem ein bisschen was rein. Möglicherweise ist das schon zu viel, was ich da reinmache, aber ich denke mal einfach, ein bisschen was muss halt sein. Schön, ich habe das gerade alles so schön sauber gemacht hier, aber sobald ich wieder mit Kokoshumus loslege, da sieht es hier immer wieder aus, wa? Da sieht es hier immer wieder aus. Junge, Junge, Junge. So, auf jeden Fall machen wir ein bisschen was rein. Ist das jetzt hier im Weg, das Ding? Nö, ist es nicht gut. Weil da wollen wir ja gleich die Spinne reinmachen. Ich weiß nicht, wie schnell sie ist, deswegen muss ich da mal gucken, dass die da Vollgas gibt und dann hier den Abflug macht. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber ich denke, so ist das ganz nice. Ich mache das mal jetzt hier weg, weil ich habe auch keine Zeit. Und dann gucken wir mal nach dem Ästchen. Schauen wir mal, wie weit wir den reinkriegen. Nein, ich bereue es jetzt schon, dass ich die Schere nicht habe. Ne?
Ich bereue es jetzt schon, weil es einfach genau da gebrochen ist, wo ich nicht wollte, dass es bricht. Das macht's nicht einfacher. Das macht's gar nicht einfacher. Aber wir können ja trotzdem gucken. Weil dadurch, dass sie es eh einspinnt, warum eigentlich nicht? Warum dödel ich eigentlich rum? Zack. So. Und dann werde ich mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen Spacknum nutzen kann. Ich werde es nochmal richtig auspressen, das Wasser, was da drin ist, sodass das möglichst trocken ist. Und dann hauen wir das da einfach mal rein. Und vielleicht findet sie es geil, vielleicht findet sie es nicht geil, das kann sie selber entscheiden. So. Natürlich doof, ich komme da wieder nicht hin mit den Fingers. Aber das ist jetzt relativ trocken, das geht schon. Das ist gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das so trocken kriege. Bin überrascht und zufrieden. Zugleich. Ich versuche das auch nicht so in Klumpen zu machen, sondern wirklich auseinander zu popeln, sodass sie sich da wirklich was zurechtfriemeln kann. Vielleicht tut sie es nicht. Wir werden es sehen. Aber ich bin ganz zufrieden, so wie es jetzt aussieht. Ich habe eigentlich gedacht, ich wollte noch ein Stück Kork reinmachen, aber ich glaube, das geht auch ganz gut ohne, weil wenn die sich da wirklich was zusammenspinnigt, dann brauche ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Lassen wir das Tür einziehen, würde ich sagen. Ne? So sieht es jetzt aus. Und wartet mal. Das Licht ist übel hell, ne? Kann ich das jetzt so zeigen? Ist da was? Hopp. Hopp. So sieht's aus. So ist es viel einfacher. Und jetzt mache ich mal hier ein bisschen den Schlunz runter. Hopp, 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 hopp. Und dann lassen wir das Tier mal einziehen. Wir werden schauen, was sie da dann anstellt. Zuallererst brauche ich erstmal wieder das Ding hier. Natürlich toll, wenn das nass ist, dann klebt das so schön. Dann gucken wir mal, ob wir sie rausbekommen. Und, oh, die sieht schnell aus. Ich hoffe, die ist nicht schnell. Ich will dich nicht unbedingt direkt am Finger haben, meine Süße. Oh. Das klebt, das hängt aber gut an. Wartet mal. Wir haben ja hier den Pinsel. Schauen wir mal, was sie drauf hat. Sie sieht nicht freundlich aus. Sie sieht nicht glücklich aus, sagen wir es so. Freundlich sieht sie allemal aus, aber nicht glücklich. Hopp. Wartet mal. Ich versuch das jetzt mal. Ach ja, es ist immer so doof, vor der Kamera zu stehen und sowas zu machen. Hopp. Huch, Entschuldigung. Och, das hängt ja regelrecht fest alles. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kleine da rausbekommen. Denn die ist mega süß. Na komm mal raus. Sie winkt euch. Hallo. Und zeigt die Zähnchen. Ich glaube, sie ist nicht so glücklich. Ich glaube, sie winkt euch nicht. Ich glaube, sie ist etwas unglücklich mit der Gesamtsituation. Aber sie ist mega hübsch. Aber auf die Finger möchte ich sie jetzt nicht haben. Auf jeden Fall ist das ein Weibchen. Das hat den Hintergrund. Die Weibchen werden deutlich später geschlechtsreif. Deshalb habe ich mir natürlich erstmal ein subadultes Weibchen geholt. Und ein paar hinterher in der Hoffnung, dass da ein Männchen bei ist. Weil Männchen oder die Männchen werden halt nach einem Jahr geschlechtsreif. Mal schauen. Also sie hat auf jeden Fall keinen Bock. Das muss man was einfallen lassen, wenn du keinen Bock hast. Und alle. Upsasa. Ich weiß, das ist alles ganz schlimm. Aber die Leute wollen dich sehen. Oh, du hattest sogar ein Heimchen drin. Du hattest ein Heimchen als Mitbewohner. Der hat es nur nicht ganz so lange überlebt. Ich muss das irgendwie auseinanderpopeln. Das Problem ist, ihre Fäden sind ja so... Oh, da sind sogar mehrere drin gewesen. Uff. Hui.
Da läuft sie. Hui. Ja, ich hoffe, du kommst hier nicht hoch. Das wäre deutlich unpraktisch. Ah, ein bisschen stehen bleiben wäre auch ganz nett. Dann könnte ich dich auch ein bisschen besser zeigen. Da ist die Gute. Mensch. Naja gut, die wird nicht stillhalten. Da glaube ich nicht dran. aber sie ist jetzt hier on the road. Und denkt sich, alles klar. Also sie ist halt quasi im Stress. Ne? Sagen wir mal so, wie sie ist. Sie ist im Stress. Sie hat gar keinen Bock da drauf. Aber ich werde jetzt noch mal ein paar Bilder machen. Dann seht ihr sie besser. So, auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Bilder für euch und ich hoffe, das Tier wird nicht zu sehr, wie soll ich sagen, jetzt gestresst sein davon. Es hat ja auch nicht lange gedauert, aber wir werden sie jetzt da reinsetzen, damit sie direkt ihr Zuhause hat und Ruhe ist für sie. Und wir müssen gucken, dass wir sie da auch irgendwie gediegen reinbekommen, sodass sie da nicht reinfliegt oder irgendwas dergleichen. Deswegen probieren wir es mal so. Du rutscht ja wirklich. So. Versuch's mal so. Versuch's mal da lang. Versuch's doch mal da lang. Hopp, 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 hopp. Und galopp. Und schon ist sie drin. So. Wie gesagt, das Tier will ich jetzt auch gar nicht weiter stressen. Das hat jetzt seinen Ankunftsstress gehabt. Die soll jetzt einfach mal ein bisschen runterkommen und chillen können, ohne jetzt groß Stress zu haben. Deswegen mache ich die Luke jetzt zu. Das Tierchen soll sich wohlfühlen und nicht sich gestresst fühlen. Hopp. Jedenfalls haben wir sie jetzt hier vorne am Laufen, beziehungsweise jetzt gerade am Rumhocken. Und ihr seht im Vergleich zu meinen Finger, das Tier ist gewaltig. Das Tier ist riesig. Auf jeden Fall wunderschönes Tier. Ich freue mich schon auf das, was sie da alles einspinnen wird. Ich muss sie natürlich vor euch jetzt noch verstecken, damit ihr sie nicht sehen könnt. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen, weil, wie gesagt, die 1000 Abos sind ja noch nicht voll. Gut, und jetzt geht es nur noch darum, die Kleinen hier umziehen zu lassen. Das werden wir auch noch hinkriegen. Dafür werde ich mir ein paar Bottiche nehmen. Ich werde mal schauen. Hier, der hier sieht doch noch ansehnlich aus. Und der hier hin. Einwandfrei, schon haben wir genug. Da kommen die jetzt rein. Ich werde keine Erde reinmachen. Ich werde wieder Küchenrolle reinmachen. Das ist einfach Standard, das mache ich nicht anders. Und das wird auch genauso passieren jetzt. Dafür brauche ich aber Küchenrolle. Ich muss jetzt mal suchen, da ist sie. Hopp. Und schneid mir fix mal ein paar Sachen ab. So, jetzt lege ich das noch zusammen. Hopp. Na komm. Hopp, hopp, hopp. Wir machen auf. Zack, unten rein. Bisschen Wasser drauf, wirklich nicht viel. Ein bisschen. Und dann nehme ich Holzwolle. Die Tierchen sind halt noch sehr, sehr klein. Und da werde ich das halten, genauso wie bei den Springern. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir nehmen da einfach die Holzwolle. Das können sie sich dann zurechtklabüstern und sich da einspinnen. Und ich sehe die Tiere auch und kann sie füttern. Das macht es halt auch deutlich einfacher, das Ganze. So. So, Nummer 1. So. Ich kann überlegen, ob ich noch so ein kleines Stück Sphagnum reinlege. Einfach um vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Wir legen es einfach mal rein. Schaden kann es nicht. Und dann lassen wir direkt eine einziehen. Da muss ich jetzt echt vorsichtig sein, weil diese Behälterchen hier, die sind echt stabil. Und wenn ich den jetzt hier aufflippen lasse, dann fliegen mir hier die Tiere um die Ohren. Und ich muss auch aufpassen, dass ich die hier nirgendwo einklemme. Da haben wir schon die erste, die sich quasi freiwillig meldet.
Muss mal gucken, ob wir die drauf kriegen. Da haben wir sie. Also sehr, sehr klein. Ne? Also wer die Springer kennt, der weiß, dass das ja auch klein ist. Und da kommt sie jetzt rein. Hopp. Und diese Fäden, die die machen, sind sehr, sehr robust. Und du kannst nicht drin bleiben. Ha? Na komm. Nein, nein. Du sollst drin bleiben. Hopp. Und dann machen wir auch. Mann! Soll denn das? Rein jetzt mit dir. Zack. Und dann machen wir die Luke dicht und das Tierchen ist drin. Einwandfrei Nummer 1. So, der Einfachheit halber habe ich jetzt direkt alle fertig gemacht. Die sind alle gleich genauso wie das Ding davor. Und wir werden die jetzt da umsetzen. Das macht es halt viel, viel einfacher. So, hopp, haben wir wieder eine drin. Hopp, na komm. Hopp, haben wir noch eine drin. Und hopp, haben wir noch eine drin. Aufpassen. So, und die letzte ist noch hier drin. Na, also winzig, winzig. Und die wandert jetzt auch hier rein. Sind alle heil angekommen, ich bin begeistert. So, hopp, hopp und galopp. Also ich habe sie jetzt hier dran hängen, hopp und drin. So, und weil wir das Video jetzt nicht noch mehr strecken wollen und ich ja quasi nochmal einen Rückblick oder einen Blick machen möchte in die Zeit, wo, also das hier ist ja jetzt ein Rückblick sozusagen, und das nächste wird ja dann sein, wo wir sehen, was die Tierchen aus dem hier gemacht haben. Das heißt, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit, die 1000 Abos voll zu kriegen. Demnach habe ich auch noch ein bisschen Zeit und ja, ich würde sagen, dann machen wir einen Time Jump. Ja, und dann sind wir eigentlich schon da. Es ist nicht viel Zeit vergangen, weil die Abos doch sehr, sehr schnell kamen. Und ich muss sagen, holla die Waldfee, das ging sehr, sehr schnell. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und schauen wir mal rein, was sich hier so getan hat. Viel hat sich ehrlich gesagt nicht getan. Das Tier hat auch nur eine Woche Zeit gehabt. Dass ich verändert habe. Ich habe hier noch ein Stück Kork reingemacht. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wo man es sehen kann. Ich habe noch oben ein Stück Kork reingemacht. Ein längliches, wo sie sich dann drunter verkrieseln kann. Und ansonsten hat sie quasi alles, was sie hier so hochgewühlt hat und durcheinander gewühlt hat, hat sie alles selber gemacht. Sie hat sich als erstes immer hier an der Seite festgemacht und da hat sie sich dann bewegt und jetzt hockt sie da unten in der Ecke, kaum zu sehen. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen rankommen an das gute Tier. Da haben wir sie. Und jetzt hockt sie da. Wir können ja mal versuchen, ob wir sie füttern können. Ich denke mal, so defensiv, wie sie jetzt gerade hockt, wird das gar nicht funktionieren. Aber ich würde es trotzdem probieren. Sie hat bei mir schon gefressen, mehrfach tatsächlich. Und sie ist auch ein sehr interessierter Fresser. Sie kommt dann auch ganz langsam an. Als wenn sie weiß, jetzt gibt's Happa Happa. Na, mal gucken. Und normalerweise hat sie es dann im Faden drin, aber da sie jetzt gerade nicht an einem Faden hängt, also ich glaube, sie hat keinen Hunger. Ne, sie ist halt gerade komplett defensiv. Ne. Da werden wir auch nichts rausholen können. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was sie noch so macht. Also wie sehr sie sich da noch einspinnen wird. Das wird auf jeden Fall nochmal eine interessante Nummer. Das Tier selbst habt ihr ja schon gesehen. Wir gucken nochmal bei den Kleinen rein, was da passiert ist. Gut. Also wie gesagt, das war jetzt eine Woche. Da hat sie sich daran ausgetobt. Man kann hier auch sehen, so den Tunnel hat sie auch ein bisschen zugemacht. Ich versuche das jetzt nicht alles so viel zu bewegen, weil das Moos ist halt noch nicht komplett eingesponnen von ihr. Das ist alles hier hochgewandert irgendwie, ich weiß nicht wie, ich habe es nicht gemacht, aber das wird sie wohl hingekriegt haben. Hier sind auch überall Spinnenweben an den Seiten dran, vom Holz als auch von dem Spagnummoos. Und ja, also die macht sich da hier zu Hause, so wie es ihr gefällt. Hockt jetzt quasi hier unten gerade dran und beobachtet, was los ist. Und hat sich von mir natürlich stören lassen. Versuche ich so wenig wie möglich zu machen, damit sie da wirklich in Ruhe sich da alles schick machen kann. Die Kleinen sind da ein bisschen unterschiedlicher. Der hier hat sich zum Beispiel hier komplett nach unten verkrümelt und kommt dann ab und zu mal nach oben. Und ich gucke gerade mal, ja, das Futter ist weg. Das Futter ist da unten. Ich habe
eine Schabe oben hingelegt. Die liegt jetzt hier ganz unten. Man sieht so ein bisschen das Schwarze da. Da liegt eine Schabe, die hat er sich wohl nach unten geholt. Und dann krümelt er sich immer von hier oben die Ecke hoch und holt sich denn da was ab. Also da ist noch ein bisschen was drin und dran, aber offensichtlich tut er sich tatsächlich über die Zeit davon ernähren. Das finde ich ganz cool. Hier haben wir noch einen, der hängt hier auch außen dran. Selbe Geschichte, Futter ist hier oben drin gewesen. Das ist schon komplett weggesaugt, den werde ich also noch füttern müssen. Was haben wir hier? Hier haben wir, glaube ich, einen direkt oben dran. Ja, hängt hier oben in der Ecke, da drin. Scheint gut zu funktionieren, indem ich da halt schon mal gekillte Tiere sozusagen hinlege. Oh, nee, dich stören wir mal nicht. Der ist... Gucken, dass ich ihn hier nicht einquetsche. Ja, jetzt habe ich dich gestört, tut mir leid. Hat jedenfalls auch sein Futter hier oben, das kann ich auch jetzt mal wegnehmen, wenn wir gerade dabei sind. Hopp. Dann nehme ich das hier weg. Damit da kein Unheil passiert. Das Tier ist halt schon komplett leer gesogen. Es ist halt nur noch die Haut. Da hat er sich ausgetobt. Und jetzt kommt er wieder. Da ist noch was dran vom Futter. Ich habe halt zwei verschiedene Sachen probiert. Mehlwurm als auch eine Schabe, eine zerdrückte. Und jetzt kommt er wieder hier rein. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir ihn hier nicht einquetschen. So. Und so. Dicht. Gut. Dann schauen wir mal hier noch rein, was sich hier getan hat. Mal schauen, bist du oben dran? Nee, nicht oben dran. Ist er denn? Wo ist er denn? Ist sie denn? Ach so, hier ganz unten in der Ecke drin. Kaum zu sehen. Da schimmert so ein bisschen schwarz durch. Ja, und das war's soweit von den Tierchen. Auf jeden Fall sind die jetzt eingezogen und ich hoffe, die fühlen sich hier wohl. Bei ihr weiß ich noch nicht so ganz, was das wird. Also ich habe eigentlich mehr erhofft, dass sie tatsächlich mehr alles so ein bisschen einspinnt. Aber immer wenn sie was zu fressen kriegt, dann legt die auch richtig los mit ihren Fäden. Also dann geht es halt richtig ab. Aber gerade wollte sie ja auch nicht. Ich werde das heute Abend nochmal probieren, wenn sie dann hier an ihrem Gespinst dran hängt, wo sie sich immer festhält. Aber auf jeden Fall ganz, ganz tolle Tiere und ich freue mich da riesig drüber. Auch, dass wir die 1000 Abos geknackt haben. Aber was ihr ja nicht wisst, weiß auch gar nicht, in welcher Form ich das jetzt hier mache. Kommt das als erstes? Ich glaube, das hier kommt als erstes. Das bedeutet, ihr wisst noch gar nicht, dass es noch mehr Videos geben wird. Es ziehen noch mehr Tiere ein. Auf jeden Fall ist das nicht, also das hier ist schon ein Special, aber nicht das komplette. Wir haben da noch einiges, was wir verarbeiten müssen und runterarbeiten müssen. Auf jeden Fall kommt das dann genauso im Verlauf Mittwoch, Samstag, wie sonst auch, nur dass es dann halt Special-Folgen sind. Und dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar ist auch ganz nett. Wenn du neu hier bist, kannst du doch gerne ein Abo da lassen. Vergiss das Glöckchen nicht. Das Glöckchen ist wichtig. Dann kriegst du mit, wenn wieder ein neues Video kommt. Jeden Mittwoch und Samstag um 17 Uhr kommt immer ein neues Video. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich Patreon. Link ist in der Beschreibung. Außerdem habe ich auch noch einen Spreadshirt-Shop, wo du mich auch noch unterstützen kannst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Haust rein. Tschüss.